Hallo Leute, irgendwie zieht es mich doch wieder hier zum Kanal zurück. Eigentlich wollte ich aufhören, aber irgendwie ist immer dieser innere Drang da, wieder zurückzukommen. Auch wenn ich sagen muss, Warrior Cats, ich bin schon etwas raus. Aber ich mag das sehr, sehr gerne, Videos zu produzieren und deswegen komme ich wieder zurück. Auch wenn ich momentan nicht viel Zeit habe, da ich Informatik studiere. Bald fängt das zweite Semester an. Zwischendurch werde ich dann Videos machen. Ich kann noch nicht versprechen, wie regelmäßig das sein wird und wann Videos kommen. Mal gucken. Ich wollte einmal in Zukunft so Animesh-Videos machen, wie mit dem Überschneejunge, sein Leben und sein Tod. Außerdem noch so kleinere Animationen und vielleicht auch eine kleine animierte Serie. Das weiß ich noch nicht hundertprozentig. Die wahrscheinlich auch über Katzen handeln wird, da ich Menschen nicht so gut malen kann. Was ich zukünftig mit den Hunger Games mache, weiß ich auch noch nicht so genau. Da ich eigentlich gerne so eine interaktive Serie machen würde, aber das Problem ist immer, über so einen langen Zeitraum verliere ich immer die Motivation und halt auch ein bisschen, weil das so viele Charaktere sind, auch immer die Übersicht über die Charaktere. Und gegen Ende der Hunger Games ist das immer so, dass die Leute halt dann nicht wollen, dass ein Charakter stirbt, so ein bestimmter. Das ist auch immer so schwierig. Deswegen. Dazu werde ich mir noch etwas überlegen. Und ich hätte noch eine Frage. Wollt ihr noch eine Abschlussfolge zu den Hunger Games, wo halt dann eine Katze gewinnt oder nicht? Weil sonst würde ich einmal so ein Hunger Games Format machen, das recht kurz ist und halt dann 24 Katzen gegeneinander antreten und halt dann eine so gewinnt. Und die interaktive Serie würde ich dann halt mit maximal 5 Katzen machen. Aber ich kann noch nichts versprechen, wie das wird, weil ich gucken muss mit dem Studium, ob ich Zeit und Motivation habe. Kann sein, dass erstmal sehr unregelmäßig was kommt und mit den Serien kann ich auch noch nicht hundertprozentig versprechen, weil ich werde mich dann nochmal melden. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag.